Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier einen Rundzylinder, der ist von Wilka und ja, der schließt sie nicht mehr. Und der Kunde möchte ganz gerne, na, jetzt schließt er doch. Oh, dann lasse ich das mal eben so. Dann habe ich nämlich hier schon eben die Schrauben ein bisschen gelöst. Wollten nicht. Der muss jetzt mal eben auseinandergenommen werden. So, auf alle Fälle. Kleine Dose da, wo man die Schrauben reinpackt. Wichtig ist eigentlich immer, dass man da Öl reinmacht oder so. Ist die Frage nur, wie lange ist das Ding schon zusammen? So. Und das ist alles Mögliche schon an Graphitpulver drin, kann man da drin sehen. Ja. Okay, schauen wir mal. Ich hole mir mal eben was dafür. So, da habe ich das hier. Dann wollen wir mal eben. So, hier kann man sehen, also die Stifte haben nicht mehr eine Höhe. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, hake das ein. Da setze ich jetzt eben neue rein. Mal gucken, ob ich die habe. Das sind so kleine. So, und das meinte ich eben hier. Dass da so ein Dreck drin steckt. Gut, das drücke ich da gleich raus. Ich gucke mal eben nach, ob ich neue Stifte habe, die ich da reinsetzen kann, damit wir das wieder zum Schließen kriegen. So, ich habe das jetzt sauber gemacht. Neue Stifte sind drin. Das ist aber die Schlüssel, den wir haben. Ein nachgemachter, also habe ich das ein bisschen angepasst. So, dann hoffe ich, dass das schließt hier. Ja, einwandfrei. Gut, das ist schon mal super. Dann, nee, das mache ich nicht. Das ist besser. So, schließen also nach oben. Schrauben wieder eindrehen. So, ups, ja, geht hervorragend. Was haben wir noch den anderen hier? Der hackt auch so ein bisschen und ja, den berichten wir auch noch gleich eben. Gut, das brauche ich nicht zeigen, das habe ich schon bei dem gesehen, wie das funktioniert. Den mache ich jetzt gleich auch noch eben. Neue Stifte rein. Gut, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt.